Mein Partner verbringt viel Zeit mit einer anderen Person. Obwohl ich ihm vertraue, bin ich eifersüchtig. Wie kann ich diese Gefühle ansprechen und die Beziehung stärken? Die Frage ist eigentlich eine andere, nämlich, warum willst du es deinem Partner überhaupt erzählen? Also was soll er mit der Info anfangen, dass du eifersüchtig bist, vor allem, da du ihm vertraust? Deine Eifersucht ist eher eine Entwicklungsaufgabe für dich selbst und keine Beziehungsaufgabe. Deshalb geht es erst einmal gar nicht darum, ihn einzubinden, sondern dir selber Raum und Zeit zu geben, um besser zu verstehen, woher dieses Gefühl eigentlich kommt und wie du damit umgehen kannst. Eifersucht ist ja eine Art innere Unsicherheit oder auch Angst, dass das Miteinander geschwächt wird. So gesehen ist Eifersucht ein Warnsignal, um die Beziehung zu schützen. Dieses Signal ist aber keineswegs objektiv, sondern wird beeinflusst von unseren gemeinsamen Erfahrungen oder auch den Erfahrungen aus früheren Beziehungen und natürlich auch durch unseren Blick auf uns selbst. Da du deine Eifersucht als unbegründet eingeschätzt hast, handelt es sich bei dir möglicherweise um einen inneren Fehlalarm. Wenn du deinem Partner davon erzählst, ist auf jeden Fall wichtig, dass er nicht den Eindruck bekommt, dass er jetzt niemanden mehr treffen soll, damit deine Eifersucht verschwinden kann. Vielleicht ist es aber trotzdem gut, ihm davon zu erzählen, damit er bestimmte Verhaltensweisen von dir besser einordnen und dich bei deiner Reflexion unterstützen kann. Mach dir deshalb vor einem Gespräch klar, was du dir davon erwartest und was du dir ganz konkret von ihm wünschst. Alles Gute für dich und für euer Miteinander. Welche Erfahrungen hast du denn mit Eifersucht gemacht? Sowohl mit deiner eigenen Eifersucht als auch mit der Eifersucht vom Partner oder von der Partnerin? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Und wenn du magst, schreib da auch gerne mal die Themen und Fragen rein, die dich gerade beschäftigen. Ich bin gespannt.